Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video von Train Sim World 2. Ja, die Pre-Saved Collection wurde ja jetzt in der letzten Woche freigeschaltet. Somit ist neuer Content, neuer alter Content für Train Sim World 2 erhältlich. Unter anderem haben wir jetzt hier die Tees Valley Line, die Long Island Railroad und die Ruhr Sieg Nord, die jetzt freigeschaltet worden sind für Train Sim World 2. Es kommen noch ein paar Loks dazu, und zwar haben wir die Loks DB BR155, die Lear M3, die BR Class 20 und die BR Class 31. Und wir sind heute auf der Ruhr Sieg Nord unterwegs. Dementsprechend, ja, lassen wir die Fahrgäste mal einsteigen und werden uns hier mal eine kleine Fahrt annehmen. Dementsprechend steigt mit ein. Und ja, lasst uns genießen. Erstmal müssen wir hier die Türen rechts öffnen. Lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen einsteigen jetzt hier. Und ja, sonst können wir jetzt hier erstmal PCB, SIFA wieder anmachen, können Richtungswender vorwärts machen. Und Spitzensignale hell. Fahrend, das können wir hier auch ein bisschen anmachen, wenn wir wollen. Wagenbeleuchtung natürlich fahrend. Oberleitung. MCP schließen, Stromabnehmer natürlich nach heben. Also eigentlich macht man es ja umgedreht. Ist egal. Funktioniert alles. So, und wir sind nach unterwegs nach Hagen. Dementsprechend. Wir sind aber eigentlich der RB nach Hagen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber gibt's nicht. Das ist witzig, ja. RB, Iserlohn gibt's, aber RB Hagen gibt's halt nicht. Naja, dann machen wir RE Hagen, dann passt das Ganze. Und ja, somit sind wir jetzt hier komplett fertig und können die Türen schließen. Die waren sowieso nicht offen. Und ja. Hab ich irgendwas vergessen? Warte mal, Bremsen lösen. Irgendwas will er jetzt hier wieder nicht. Alle verriegeln. Achso, warte mal, der Bremsschlüssel. Ich vergesse jedes Mal den Bremsschlüssel. So, an einem Ort anhalten, Hohenlimburg. So. Eine kleine Pufferzone bitte noch. Das wäre ein Träumchen. Wie gesagt, also sie sind jetzt auf jeden Fall veröffentlicht worden, wenn ihr die Strecken natürlich im Train-Simulator 2020 natürlich schon gekauft habt, denn werden sie natürlich automatisch hinzugefügt, sodass ihr sie dann eigentlich nicht mal irgendwie irgendwas machen müsst, wird dann alles automatisch runtergeladen. Und ja, sollte das natürlich nicht der Fall sein und ihr habt die Strecken, ihr könnt euch daran erinnern, dass ihr diese Strecken habt, dann ja am besten einfach mal zu TSW2 auf Steam über die Eigenschaften und dann vielleicht die DLC separaten aktivieren, damit das Ganze dann heruntergeladen wird. Wie gesagt, drei neue Linien kommen mit dazu. Tees Valley Line, die Long Island Railroad und die Ruhr Sieg Nord. Also eigentlich genug ja, Zeugs wieder, was ihr hier fahren könnt.
hat man ja angekündigt gehabt vorher, dass das Ganze kommt, dass man jetzt so stückweise jetzt immer mehr Strecken hinzufügt aus dem alten Transim World Teil in den neuen. Und dementsprechend hat man sie hier auf jeden Fall zumindest schon mal Wort gehalten. Sehr schön. So, SIFA bestätigen in 1,6 Kilometer. Sind wir schon wieder da? Ich weiß gar nicht, warum ist das jetzt schon wieder aktiviert? Das ist doch, das sollte doch gar nicht. Der setzt irgendwie gefühlt diese Einstellung immer wieder zurück. Das nervt ein bisschen. Es war alles deaktiviert gewesen und jetzt ist das halt alles schon wieder da. Naja, das ist alles wieder da. Das, was du letztes Mal alles deaktiviert hast, ist alles wieder da. Das ist großartig. So gefühlt, als ob das Spiel halt permanent sich automatisch immer wieder zurücksetzt oder sowas. Das wollte ich gar nicht, wollte hier alle Türen entriegeln. So, links und rechts. Ja, Leute, so schaut's also aus. Hohenlimburg. Können wir gleich ein Bild für YouTube basteln. Auch ziemlich nice, wie das mit den ganzen, mit der Spiegelung halt aussieht, ja. Also, das kann sich schon mehr als sehen lassen. So, nächster Halt ist dann auch schon Hagen.
So. Hier ein bisschen Schub geben hier. Aber ihr seht auch, ne, es funktioniert halt gefühlt ohne Probleme. Ich würde jetzt zwar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, falls hier Strecken auf waren in Trails and Worlds, weil dass die hier gepatcht worden sind. Das mag ich fast zu bezweifeln. Aber sonst, wie gesagt, also ihr müsst jetzt keine extra Kosten oder sowas. Das, was ja am Anfang viele befürchtet hatten, dass ihr alle DLCs eventuell wieder neu kaufen müssen, das, wie gesagt, fällt jetzt halt komplett weg. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und habt dann auch den ganzen Content, so wie es versprochen wurde von Dovetail Games. Müsst ihr jetzt ja auch demnächst bald die neue Strecke kommen. Die erste offizielle Trails and Worlds 2 Strecke. Die es ja denn auch nur für Trails and Worlds 2 gibt. Normalerweise könnte man sie wahrscheinlich auch für den älteren Teil noch umsetzen, aber damit man die Leute halt wegkriegt von Trails and Worlds 2020. Muss echt aufpassen. Nicht, dass ich mich ertappe, dass ich hier versehentlich jetzt hier die beiden Versionen miteinander verwechsel. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, das nächste Update soll dann wohl im Oktober kommen, denn wie gesagt, gibt ja hier so einen kleinen Plan, den man ja hier so gucken kann, wann, wie, wo, was kommt. Und so.
So, Ankündigung 40. Das Spiel hat mich leider so gezeichnet. Ja, das ist extrem fies. Normalerweise würde der Lokführer jetzt normalerweise ab jetzt irgendwann anfangen zu bremsen. Ja. Da ich das jetzt schon mehrmals erlebt habe, dass ich scheinbar zu lasch gebremst habe auf volle Bremsstärke, ja, habe ich trotzdem eine Zwangsbremsung kassiert. Und das ist natürlich extrem uncool. Ja. Deswegen rolle ich jetzt hier meistens schon immer vorher mal rein. Weil auf jeden Fall, dass hier nichts passiert, dass wir keine Zwangsbremsung kassieren oder sonst irgendwas. Das ist natürlich das Problem, das alte Problem, wie auch in Trains of World 2020, dass das Ganze hier mit den Signalen leider nicht so hinhaut, was äußerst schade ist. Dementsprechend schaffen wir natürlich auch unsere Zeitvorgaben natürlich überhaupt nicht. Das ist schon der 500 Hertzmelder angegangen, ist klar. Mal hier zum Beispiel, unser Tacho zeigt zum Beispiel noch an, dass wir hier noch mit 90 fahren dürften. Ja, also das ist das, was ich meine denn halt, ja. Wenn du denn hier wirklich denn mit der PCB und sowas fahren willst, kannst du vergessen. Du kannst dich auf diesen Dingen absolut nicht verlassen. Und das meine ich halt mit den Fehlern übernommen halt aus Trains of World 2020. Man hat sich hier nicht wirklich nochmal rangesetzt und hat das System vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet oder sowas. Nö. Jetzt hat er umgeschlagen. Und da war zum Beispiel 30 angegeben gewesen und hier zeigt er 40 an. Ja, das ist natürlich mega schade, dass man hier wirklich die alten Fehler echt übernommen hat. Und natürlich richte ich mich jetzt eher nach die Signale, als jetzt hier auf das, was mir jetzt da unten alles anzeigt. Unser HUD. Da kenne ich persönlich nichts. So, Ziel erfüllt, rechts entriegeln. Oh, eine komische Konstellation. Ich glaube, die Konstellation ist auch nicht so richtig, oder? Ein Dosters und dann gleich hinten die Loktralle? Mysteriös. Naja, gut. Aber Leute, das war's von uns heute hier. Nur um euch zu zeigen, dass das Ganze jetzt, wie gesagt, jetzt auch in Trains of World 2 jetzt verfügbar ist, wünsche ich euch natürlich frohe Fahrt in Ruhrsieg Nord. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt's gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal hier wieder, wenn es weitergeht mit Trains of World 2. Ich bin's, der Bio, verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss.